Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Link's Erwachen. Ah ja. Dort neben mir ist der gute alte Sam, der es gerade geschafft hat, zwei Pfeile bekommen. Im Wasser. So, ganz genau. In der Flamme zu versenken. So, wenn ihr das Video seht, sollte hoffentlich die anderen Part alles hochgeladen sein. Wir hatten da ein paar, ich nenne es mal, technische Schwierigkeiten gehabt, weshalb dieses ganze Descent in die Länge gezogen hat. Aber das werde ich jetzt alles aufarbeiten. Diese Nacht. Wenn ihr das seht, diese Nacht. Und werde heute Nacht alles hochladen. So. Ich hoffe, euch geht's gut. Uff. Was sagt, gefällt dir nicht? Was sagt der gute Sam? Dass ich ihn gerade zerstöre? Ich zerstöre ihn gerade wirklich? Machst du sehr gut. Oh, ein Schlüssel! Jeez. Was ist denn das für ein fertiges Ding? Also es fängt schon sehr, sehr gut an. Du hast den Massenschlüssel erhalten. Ich glaube, das ist für einen Tempel. Und was ist das da? Erstmal ein bisschen Licht. Hast du sehr gut erkannt. Was ist das da? Uff. Sieht ja mal interessant aus, ne? Wie ist vor? Oh. Eiland. Ist der Heilland. Aha. Aber bist nur eine Illusion. Bewohner, Monster, Meer, Himmel. Sind nur ein Traum des Windfisses. Okay. Wächst du den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen, wie eine Seifenblase zerplatzen. Also Sektengelaber, gut ausgesagt. Das heißt eigentlich, dass wir hier in einem Traum sind, dass wenn wir den Windfisch, glaube ich heißt der, oder keine Ahnung, irgendwas, aufwecken, dann erwachen wir wieder aus dem Traum und kommen wieder in die Realität. Ist aber schon traurig. Was ist da traurig? Uhu. Uhu. Du hast das Bild gesehen. Natürlich weiß man nicht genau, ob Kokolin tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Ist echt Windfisch. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl, irgendwann wirst du die Antwort wissen. Wuhu! 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 Joa, da wissen wir doch was Bescheid. Let's go. So. So, vielleicht teleportieren wir uns irgendwo hin. Stimmt, aber es geht nicht. Krasse Idee. Keine Ahnung, was wir als nächstes machen. Ich merke auch, dass ich nicht viele Herzen habe, also. Vielleicht sammeln wir heute ein paar. Ein paar Herzfragmente ein. Das könnte nicht mal so schlecht sein als Idee. Nee, ist eine Sackgasse. Sackgasse. Ja, heute ist der David heute mal wieder sehr witzig drauf. Diese frühpubertierenden Witze, die ich deshalb bringe, gehen meinen Freunden alle auf den Sack in der Gasse. Wenn er genervt ist, redet er immer Französisch und keines auch was geht. Haha. Ist aber immer so. So, also jetzt bin ich wieder draußen. Jemand. Und weißt du, was mir für eine geile Idee kam? Nein. Wir fangen unseren neuen Part mit einer anderen Szene an, denn immer ist, ich nehme Stress, dass das mal kurz, liebe Viewer, dann habt ihr schon echt diesen Einblick. Ab jetzt, immer wenn wir einen neuen Part starten, gehen wir in diese Szene hier und sagen, hi liebe Leute,
Und siehst du, wir sind jetzt hier nämlich in Zelda Link's Awakening drin. Ich will mal versuchen, was denn passiert, wenn man... Schau mal, ist ja voll krass. Schau mal, was hinter uns ist. Siehst du das? Das ist voll krass. Siehst du, was hinter uns ist? Nee, keine Ahnung. Doch. Siehst du das da? Das sieht doch cool aus. Nee. Natürlich sieht das cool aus. Und was ist so cool und krass? Weil schau mal, gesehen. Da ist ein Herz vollkommen. Schau mal, den will ich auf jeden Fall haben. Was, das große Kondom, das cool oder wie? Hast du selbst immer benannt? Der war von dir der Witz. Oh, das ist ein Teleporter. Oh. Boah. Schnarch. Das Ding ist ja fett, Alter, des Walross. Keine Ahnung, vielleicht muss man. Ich habe eine Idee, vielleicht einfach sollte abstechen. Man sie. Nein, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Und das Mädchen da unten. Vielleicht muss man sie herbringen und dann wird sie ihn irgendwie aufwecken. Hm. Maybe. Maybe not. Also hier. Erstmal eine Bombe. Ah, was ist da? Auf der rechten Seite. Weiß ich auch noch nicht. Erstmal Werbung machen. Bei dir, oder? Ich weiter geht's hier in die Nacht der Werbung. Ich hätte einen Sound so gut. Ihr seht, ich kann den 1A nachmachen. Dein Ernst? Aber wie soll ich jetzt auf die andere Seite kommen? Wie soll ich auf die andere Seite kommen? Hilfe. Bist du? Einfach mal springen. Warte. Dort so, glaubst du, es geht bestimmt? Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es geht. Vielleicht gerade so nicht gut. Die brauchen nicht alle Leben verlieren. Nee, ich glaube, das geht nicht. Vielleicht gibt es so nur für einen Herzcontainer. Really? Ja, aber ich will die Herzcontainer so. Wir haben nicht sehr viele Herzen, so 7 Herzen sind nicht sehr viele. Nicht. Ja, aber da gab es auf jeden Fall ein Herz. Wie bitte? Was ist da? Ich bin in die Mauer gelaufen. Du hast 4 Herzteile gesammelt. Yeah. Jetzt sind wir bei 8 Herzen. Das ist so toll zu sprinten. Mit dem Apfel habe ich das immer noch nicht. Warte. Was passiert eigentlich, wenn man gegen den Apfel bombt? Manchmal man kann Apfel sammeln. Yeah, boy! Köstlich und gut für die Herzen. Auf jeden Fall die Herzen, weil es ja auch jeder Mensch viele hat. Ja. Ja. Auf jeden Fall den Teleporter erstmal aktivieren. Aktivieren und aktivieren. Zoodorf. Anscheinend sind wir hier im Zoodorf. Das hast du sehr gut erkannt. Wir haben nur 4 Teleporter. Dann schauen wir mal, was es hier alles gibt. Es gibt es dort einen Bären. Das fängt ja schon mal gut an. Hallo, ist das etwa eine Honigwabe, die du hast? Oh. Eine Honigwabe gegen eine Ananas. Das wäre bärig. Jetzt haben wir eine sehr leckere, saftige Ananas. Mhm. Die kleine Marin, ja, das hatte ich mir auch gedacht. Ciao. Hier gibt es anscheinend nichts. Langweilig. Anscheinend. Langweilig. Sehr langweilig. Puh.
Was gibt's hier? Hm. Du hast doch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame bestimmt, oder? Wer mir nicht einmal Blumen oder so mitbringt, mit dem rede ich erst gar nicht. Du hast aber gerade mit mir gesprochen. Den Hibiskus soll ich dir bringen. Like. Was ist denn da? Oh, das ist doch der Bruder. Richtig gesehen, ich bin Krokodilius. Die Nixon-Statue an der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet, aber du scheinst mir nicht besonders kunstinteressiert. Warum nicht? Hau ab. Schau dir das an. So respektlos. Lass mich in Ruhe. Ich versuche still zu sitzen, damit Kroko mich malen kann. Schau mal, so respektlos. Hau ab. Das finde ich nicht gut. Ich sehe es schon. Was passiert, wenn man den Hasen haut? Ich kann mit ihm reden. Ach ja, an so einem Tag könnte ich ein Lied von Marien vertragen. Kann es sein, dass die alle so verknallt sind in ihr? In sie? Nein, in ihr. Na, man ist in sie verknallt, nicht in ihr. Nein, in ihr. In sie. In ihr. In sie. In ihr. In sie. In ihr. In sie. Ich bin verknallt in sie. Und wen bist du verknallt? So. Definitiv war nicht in dir. So. Vielleicht, ich geh mal zum Machen. Könnte gut sein. Könnte gut sein. Könnte gut sein. Sollen wir alle in die Kamera und lächeln? Das war kein Lächeln. Lächeln. Das nehmen wir. Also ich weiß auch jetzt, wie man den mir klaut, den Typen. Aber erstmal will ich mir Pfeil und Bogen kaufen, weil wir haben schon 1148 Rubine. Auch wenn ich weiß, dass ich ihn beklauen konnte, aber ich bin kein Dieb. Er will nur nicht glauben, weil er danach getötet wird. Und Hausverbot hat. Und damit habe ich was gespoilert. Marien ist gar nicht da. Marien ist gar nicht da. Nee, das ist sehr bekannt anscheinend hier in Link's Awakening, dass man ihn beklauen kann. Und dass man dann überall Gauner genannt wird und alles. Zigeuner. So. Zender Zigeuner. Stimmt, hier gab es dieses Buch, das ich nicht lesen konnte davor. Die versteckte Macht der Farben. Willst du das Buch lesen? Ja. Das hat mich damals so interessiert. Die bunte Welt verborgen unter 5 Grabsteinen. Vielleicht so im Friedhof. Da gab es irgendwas so mit dem Friedhof. Da konnte man irgendwas verschieben. 3 oben, 4 rechts, 5 oben, 2 links, 1 unten. Setze alle deine Kraft ein, öffne einen Weg. Okay. Okay. Schauen wir mal. Waren wir da schon drin? Nee, da waren wir noch nicht drin. Was ist das da? Ja, wir machen ein bisschen alles gerade chaotisch. Gute Musik erstmal. Was gibt's da? Okay, diese Dinger vielleicht. Ich glaube, die konnte man nur so töten. Richtig. So. Das hat er gut erkannt. Was eine Schutzeichel. Also ich glaube jetzt echt nicht, dass die mich eh umbringen werden. Uff. Was ist da? Da ist nix. Schau mal links. Schau mal dort. Ui. It's a Carina. Und erstmal 100 Rubine, das ist doch auch nicht mal so schlecht. 100 Rubine und ein Aquarina. Also, das fängt gut an. Du solltest ein paar Lieder lernen. Ja,
Also nicht schlecht. Ein paar Lieder, wäre doch echt nicht schlecht. So, dann der Traumschrein ist fertig. Hier, nimm das, kleiner Bengel. Das ist so toll zu laufen. Zu sprinten, das ist so. So, also was gab es da am Friedhof? So. Vielleicht dort, weil die anderen konnten sich nicht verschieben. Vielleicht dort so. Hilfe. 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 Ich werde attackiert. Hilfe. Oh, ich habe Geister umgelegt. Ich krieg einen Pfeil. Stimmt, jetzt haben wir auch Pfeil und Bogen, da ich mir einen Pfeil und Bogen gekocht habe. Das glaube ich war unten. Das war oben. Ah, ich bin. Vielleicht ist auch die Reihenfolge wichtig. Ich weiß nicht. Eventuell. Autsch. Autsch. Aua. Ich versuche mal die Zone wieder neu zu machen. Nee, ist ja aber nicht. Ich will das nochmal mit den Grabsteinen versuchen. Okay. Jo, vielleicht bekommen wir ja diesmal hin. So. Das aus. Nicht so ganz ausgeschlossen. Eins, zwei, links. Zwei war unten. Ich glaube, das habe ich falsch. Es ist irgend sowas, aber. Ich versuche noch einmal, danach schaue ich einfach wieder so. Das ist irgendwas dort, weil die anderen konnte man nicht schieben. Also das ist ganz hartnäckig, Alter. Wow, eine Fee, das interessiert mich nicht. Eine Fairy! Ist oben, glaube ich. Das war rechts. Das war rum. Jetzt. Das hat der gut gemacht. Das war vom Verschieben richtig, war eben nur nicht von der Reihenfolge richtig. Labyrinth der Farbe. Ich glaube, das ist so ein Tempel oder sowas. Dies hier ist das Labyrinth der Farbe und wer sind seine Hüte? Und wir sind seine Hüter. Ohne Zauberpulver wirst du hier nicht weit kommen. Du musst nur etwas sagen, dann verkaufe ich dir welches. Okay, danke. Ciao. What is that? Oh, Geister. Bald kommt hier auch Luigi's Mansion raus. Hast du gut erkannt? Das, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Da gibt es auf jeden Fall etwas unten. Muss mal schauen, was es ist. Money. 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 We all eine like Bombe. Money. Bombe. Okay, weiter geht's. Was ist das denn? Eben. Ich glaube, das muss man reinwerfen. Und das auch von der Form und von der Farbe richtig. Genius. Just a genius. Und da haben wir den Schnabelstein. Ja, immer wichtig. So, was hast du zu uns? Jedes Feld muss ein Viereck zeigen. Okay. Das ist nicht gerade sehr schwer. Wenn man sowas kann. Hab nämlich gelesen, wie man sowas macht. So. Du hast den Kompass erhalten. Yeah.
So, und was ist da oben und da unten? Warte, da unten war ich noch nicht. Da oben war ich aber auch noch nicht. Was ist da? Tot, tot. Yeah. Tot. Tot. Alles sind tot. Tot. Yeah, boy. Was ist da? Oh, eine Notzone. Aber zerstört doch nicht alles. Oh, ein Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. So. Du. Kann man da hochgehen? Eventuell. Okay, Miniboss. Gieriger Narr, du willst mehr Stärke. Ein Teufel wie du sollte aufgeben und zurück nach Hause gehen. Nein, danke. Autsch. Okay. Das ist so ein bisschen wie der Boss davor. Aber ich glaube schon. Autsch. Aber stark ist er nicht. Also. Uff. Autsch. 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 Ein Leben nur noch. Uff. Aber dafür gibt's eine Fee. Geschafft. Dafür gibt's eine Fee. Gib mir das. Uff, das ist gut. Was ist da oben? Das ist eine gute Frage. Warte, haben wir eigentlich schon die Karte? Nee, haben wir noch nicht. Aber das sehen wir. So gerade eben. Ich glaube, da muss man auch das gleiche. Jedes Feld muss ein Viereck zeigen. Ja, ist erkannt. War sehr, sehr schwer. Oh, noch ein Miniboss. Zwei Minibosse, unterschätze mich bloß nicht. Dein mickriges Schwert ist ein Witz. Uff. Aber ganz schön hops genommen. Das ist, stimmt, das konnte man doch irgendwie so... Haben wir doch davor so... Am Anfang des Videos haben wir es ja gesehen, wie man das umbringt. Easy. Yeah, und eine Fee. So. So. Jetzt geht's schnell voran auf jeden Fall. Yeah, den großen Schlüssel. Ja, das ist sehr gut, dass wir den bekommen haben. Allerdings machen wir an der Stelle einen Cut. Was uns hier erwartet, das sehen wir im nächsten Part von The Legend of Zelda Link's Awakening. Macht's gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal und ciao!